Sie haben es gesagt, Hoffenheim ist kein einfaches Pflaster für den FC, weder zu Hause noch auswärts. Auswärts ist, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer. Man muss weit zurückgucken, um überhaupt mal einen Sieg zu finden bis 2015. Warum ist das so und warum wird es am Samstag anders? Also die zweite Frage kann ich nicht beantworten, weil es Quatsch ist. Und das wäre eine Spekulation. Wir können sagen, dass wir alles geben werden dafür. Warum das so ist, weil Hoffenheim eine Mannschaft ist, die eigentlich über Jahre aus meiner Sicht eine enorme Qualität im Kader hat und eigentlich auch über Jahre das nicht immer so abgerufen haben, wie sie es eigentlich könnten. Aber das ist ja nicht unser, wie gesagt, ist ja nicht meine Aufgabe, darüber zu philosophieren, was eine Mannschaft könnte oder nicht. Fakt ist, dass sie sich aus meiner Sicht absolut stabilisiert haben, nicht nur von den Ergebnissen her, sondern auch wie sie agieren. Wer die Spiele gesehen hat, waren viele Spiele dabei, die du nur über Mentalität gewinnen kannst und nicht immer nur mit fußballischer Qualität, die sie auf jeden Fall im Kader haben, gerade auch im individuellen Bereich. Und deswegen ist das auch dann extrem schwer, gegen sie zu gewinnen. Aber nochmal, das ist Bundesliga. Jedes Spiel ist schwer zu gewinnen. Jede Mannschaft hat nicht nur die Berechtigung, sondern auch die Möglichkeit, Spiele zu gewinnen. Und wir haben die Möglichkeit, in Hoffenheim nicht nur ein gutes Spiel zu machen, sondern auch ein gutes Ergebnis zu erreichen, wenn wir ein gutes Spiel machen. Und das muss das erste Ziel sein, weil nur mit einer guten Leistung, mit einer sehr guten Leistung hast du da eine Chance. Und die wollen wir aber trotzdem packen, wollen sie nutzen. Und ich glaube nicht, dass wir uns über die individuelle Qualität der TSG unterhalten müssen, weil die ist bekannt. Mittlerweile kriegen sie es auch wieder auf dem Rasen. Und oft kriegen sie es auf dem Rasen, wenn wir kommen. Ja, wie soll ich sagen? Und jetzt hoffe ich mal, dass wir alles daran setzen, dass sie es vielleicht nicht auf den Rasen kriegen. Steffen, bis zu 10.000 Fans werden euch begleiten. Das ist, glaube ich, außergewöhnlich. Erwartest du ein halbes Heimspiel? Ich finde die Zahlen immer interessant. Mal sind 6. Ich habe hier gerade auf meinem Zettel stehen 8. Jetzt sind 10. Auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass einige da waren. Und beim letzten Spiel, wo ich da war, da waren die Schalker-Jungs da, die waren auch... Habe ich ja gesagt, nochmal, beim letzten Spiel waren auch bis zu 10.000 Schalker da. Vielleicht schauen wir es auch auf 15, aber am Ende muss man sagen, war es eine sehr, sehr gute Stimmung. Und wenn wir 10 da haben, dann freuen wir uns. Und wenn wir 9 da haben, freuen wir uns auch. Wir können davon ausgehen, dass uns eine ganze Menge an Leuten begleiten werden. Wir werden auch, die uns nicht begleiten, werden auch eine ganze Menge uns die Daumen drücken, erfolgreich zu sein und dass wir uns auf unsere Fans verlassen können, gerade in solchen Spielen. Ich glaube, das wissen wir alle. Dann wollen wir mal gucken, dass wir nicht nur einen schönen nahen Rahmen haben, sondern vielleicht auch mit einer sehr guten Leistung alle beglücken können. Es spielt jetzt ja eine Mannschaft, ihr habt 32 Punkte, Hoffenheim hat 29 Punkte, es sind danach noch 5 Spiele. Sagt man dann intern auch zu den Spielern, wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir durch oder seht ihr das gar nicht so? Jetzt kann ich das sagen, dass ich das öfter mal gesagt habe, wenn wir das Spiel gewinnen, dann passiert das und das, jetzt nicht wegen Abstieg oder nicht. Und leider muss ich damit sagen, habe ich in den Ansprachen meistens danach immer das Gegenteil erlebt. Und deswegen bin ich jetzt so weit, dass ich sage, es geht um das Spiel und nur um das Spiel und nicht um das, was danach vielleicht oder vielleicht auch nicht kommt. Sondern es geht wirklich genau um diesen Punkt, dass du diese 90 Minuten erfolgreich spielen kannst. Und nicht nur von der Leistung her, sondern auch vom Ergebnis. Und danach wirst du sehen, wie weit du bist. Und alles andere zählt dann auch nicht. Es zählt dann nur dieser Moment. Und was danach vielleicht ist, also das ist mir bisher immer passiert, wenn ich darauf hingewiesen habe und das nicht nur in Köln, dann hat das nie geklappt. Also konzentriere ich mich nur noch auf diese 90 Minuten. Das ist der Fixpunkt. 90 Minuten eine gute Leistung bringen, 90 Minuten alles abrufen. Und danach werden wir sehen, erstens, wie das Ergebnis aussieht, zweitens, wie die anderen Ergebnisse aussehen. Und danach kann man sich dann wieder über andere Sachen unterhalten, aber vorher nicht. Und alles andere ist dann, wie soll ich sagen, in die Glaskugel gucken. Und da bin ich weit weg von, was mir es bisher auch nie was gebracht hat.